Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Tutorial über die Steuerungs- und Platzierungsmöglichkeiten in Planet Coaster Alpha 2. So, dazu gehe ich jetzt hier einfach mal in einen leeren Park, um euch das Ganze hier ein wenig zu demonstrieren. So, die bisherigen Steuerungsmöglichkeiten über W, A für nach links, D rechts, S nach hinten oder bei gedrückter rechter Maustaste kann ich das natürlich genauso bewegen. Das war Standard, das gab es bisher auch schon. Neu hinzugekommen ist jetzt die Funktion, dass ich, wenn ich den Mauszeiger an den linken Bildschirmrand bewege, alles nach links rüberfährt. Bewege ich ihn nach rechts, geht das Ganze nach rechts. Bewege ich ihn nach oben, geht es nach vorne. Bewege ich ihn nach unten, geht es nach hinten. Diese Funktion muss man allerdings in den Einstellungen aktivieren. Und zwar geht man da auf Settings, Kamera und aktiviert das Häkchen bei Edge Scrolling. Dann hat man genau diese Funktion mit dem. Es war, glaube ich, von vielen Leuten gewünscht, deswegen haben es die Entwickler doch unerwartet zügig eingebaut. Das hat mir sehr gefallen. So, dann gibt es natürlich auch bei gedrückter mittlerer Maustaste kann ich mich hier um die eigene Achse drehen, um die Richtung zu ändern zum Beispiel. Wenn ich jetzt T oder drücke, dann ändert sich die. Na nö, ändert sich die Funktion nicht. T. Doch. Genau, jetzt dreht sich alles um den Mittelpunkt, ums Zentrum. Drücke ich nochmal T, ist es genau andersrum. Dann bin ich das Zentrum, um das sich alles dreht. So, soviel zur neuen Steuerung. Mit dem Mausrad kann ich natürlich rein scrollen oder reinzoomen und wieder rauszoomen. Da hat sich nichts dran geändert. So, an weiteren Neuigkeiten ist natürlich in der Scenery hier. Ich kann jetzt einfach mal den, da gehen wir mal näher ran, den Anker hier auswählen. Gibt natürlich wie gehabt dieses Rotation Snap. Wenn ich jetzt Y gedrückt halte, kann ich jetzt bei aktiviertem Rotation Snap immer in einem bestimmten Winkel drehen. Oder ich deaktiviere das, was übrigens auch mit der Leertaste geht, wenn ich die drücke. Und Y, dann kann ich jetzt hier frei drehen. So, positionieren wir mal. Was ein. Hoppla. Holen wir jetzt nochmal was anderes. Was jetzt neu hinzugekommen ist, noch das Align to Surface. Das kann ich mit der V wie Victor-Taste aktivieren oder deaktivieren. Wenn es aktiviert ist, dann richtet sich mein Objekt nach dem aus, was es halt gerade so zum Ausrichten findet. Hier zum Beispiel, wenn ich was auf der Schräge positionieren will, deaktiviere ich es, dann behält es die jeweils aktuelle Position gerade bei. Ich könnte jetzt also die Schräge hier auswählen und mache es dann dorthin. Das funktioniert mit allen möglichen Positionen. V wieder, dass es deaktiviert ist und so, ebenfalls neu hinzugekommen. Dazu nehmen wir hier zum Beispiel mal unser Bötchen. Mit V kann ich es drehen. Wenn ich jetzt X drücke, dann kann ich es zum Beispiel hier in die Richtungen verschieben oder nach oben und nach unten.
Das war ja im Prinzip schon ähnlich freies Bewegen, wie es vorher auch konnte. Wenn ich jetzt noch einmal X drücke, das ist nämlich jetzt neu, dann kann ich jetzt das Schiff auch in jede beliebige Richtung im Prinzip drehen. So. Damit wäre es positioniert. Was jetzt auch nett ist, wenn ich hat jetzt im Prinzip, wenn ich es mit der linken Maustaste positioniere, gleich ein Duplikat erstellt, das ich dann hier anschließend auch entsprechend positionieren kann. Macht jetzt bei einem Boot nicht viel Sinn, aber zum Beispiel, nehmen wir hier Sandsteinmauer. Da machen wir gerade ein Gebäude hin. So, wenn ich hier jetzt zum Beispiel. Ah ja, jetzt ist das Aligned Surface deaktiviert. Jetzt aktivieren wir es. Dann richtet sich es nämlich an der Mauer aus. Jetzt kann ich hier zum Beispiel. Jetzt drücken wir mal X. Einmal kann ich hier jetzt mit der Maus frei fahren. Ich kann mich jetzt umschauen, ohne dass sich da irgendwie was verschiebt. So, jetzt kann ich dann hier nämlich wunderschön was ausrichten. Jetzt drücke ich Maustaste links und kann einfach wieder. So, jetzt fahren wir das Ganze darüber. Also mit dieser Funktion lässt sich jetzt ganz, ganz hervorragend oder lassen sich jetzt ganz hervorragend die Objekte positionieren. So, das wollte ich jetzt eigentlich. So, der hier. Oben und noch einmal nach oben. Wenn ich jetzt rechte Maustaste drücke, ist es fertig. So, jetzt drücke ich nochmal X, noch einmal X und drehe das Ganze jetzt. Das machen wir gerade nochmal weg. So, Rotation Snap auf 45. So, jetzt dreht es nämlich im 45 Grad Winkel. Jetzt machen wir das Rotation Snap wieder aus. Und bringen das Ganze in die richtige Position. Linke Maustaste. Linke Maustaste. So, jetzt machen wir das Rotation Snap wieder ein, drücken X. Jetzt wieder aus, nochmal X. Bringen wir es hier in die richtige Position. Hoppla. Das war jetzt so nicht geplant. Den da wollte ich. So, klick. So, da kann man im Prinzip ein bisschen Feinarbeit schönes Fachwerk bauen. Unter anderem hilft diese Funktion natürlich auch unheimlich stark beim Ausrichten der Lampen. Decorations. So, wenn wir hier unten jetzt zum Beispiel die machen wir X. So, jetzt kann ich hier wunderschön die Lampen positionieren, wie ich sie brauche. Fahre jetzt einfach hoch, klick,
Jetzt habe ich hier eine schöne weiße Linie, mit der ich exakt über der unteren Lampe positionieren kann. Also das ist eine unglaublich große Hilfe. Genauso kann ich jetzt natürlich auch meine Balkone hier anbringen. X. Jetzt kann ich in aller Seelenruhe hin und her fahren, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, dass da irgendwas sich verschiebt. Das kann ich jetzt hier gerade mal auf der anderen Seite zeigen, wie das nämlich bisher war. So, wenn ich hier jetzt den Balkon positioniert habe, konnte ich STRG drücken, dann kann ich ihn auch nur entsprechend verschieben. Wenn ich jetzt, seht ihr, jetzt hat er sich dann hier nämlich in der Position verändert. Wenn ich ihn loslasse und das so mache, dann wackelt er hier so hin und her. Da ist also die neue Ausrichtefunktion doch deutlich hilfreicher. So, jetzt können wir mit den gleichen Mitteln das Balkongeländer anbringen. Ich drücke X, noch einmal X, dass ich es richtig drehen kann. Kann dann auch schön nah ranzoomen, dass ich es auch wirklich sehe, ob das gut ausgerichtet ist. Nochmal X und nach außen mit der ganzen Geschichte. So. Linke Maustaste und das können wir einfach, ohne dass sich da irgendwas in der Ausrichtung ändert. Das Geländer anbringen. So, wenn ich jetzt, was vorher natürlich mit dem festmontierten Geländer nicht ging, kann ich jetzt hervorragend machen. Ich drehe einfach das Ganze um 90 Grad. Hätte ich dran gedacht, dann hätte ich jetzt das Angel, das Rotation Snap aktiviert. Aber egal. So. Jetzt kann ich noch mal besser ausrichten. Hoppla, das war so nicht geplant. So, angebracht. Und drüber fahren. Enter, rechte Maustaste und unser Balkon ist fertig. So. Das da machen wir noch weg. Ich kann jetzt auch einfach das gleiche hier wieder anwählen. X drücken und in aller Seelenruhe das Geländer bewegen. Linke Maustaste und es ist fertig. Wenn bei der alten, also wie es vorher war, wenn ich jetzt M drücke oder halt hier Move, schwupp, dann ändert er erstmal seine Position. Das ist natürlich nicht gewollt. Das ist jetzt der Vorteil, wenn ich es aktiviere und X drücke, bleibt er dort, wo er war. Und ich kann einfach nur das bisschen an Position korrigieren, was zu korrigieren ist. Den können wir dann auch löschen. X. X. Hoppla. Und dann. So. Das ist doch eine sehr nette Funktion. Wenn ich jetzt hier auch, weiß nicht, ob das gab es in der Alpha 1 schon, ob das aber jeder
weiß, wenn ich jetzt ein Fenster positionieren will. Dafür machen wir gerade mal die Dinger da weg. Entfernen, 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 entfernen. So. Building Attachments. Dann kann ich ja immer so ungefähr hier ausrichten und dann ungefähr da oben und das geht. Ging auch in der Alpha 1 schon deutlich einfacher. Ich positioniere das auf meiner Kachel sozusagen, drücke F und das Ganze wird mittig von dem Element zentriert. Das ist natürlich ein bisschen der Balkon und alles im Weg, aber das ist erstmal egal. Beziehungsweise ich kann das hier auf der Rückseite demonstrieren. Den machen wir gerade mal weg. So. F, 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 F und die Fenster sitzen. Perfekt ausgerichtet. Enorme Erleichterung, wenn man es kennt. So, dann. So, und jetzt zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, wie jetzt dieses neue Terrain-Tool funktioniert. Und zwar kann ich da auf Sculpting entsprechend Pull ist mit der rechten Maustaste, wenn ich jetzt drücke, ziehen. Wenn wir das Ganze ein bisschen vergrößern, dann geht's schneller und weiter. Ich kann jetzt hier in die Richtung wachsen lassen. Wenn ich hier einen, machen wir mal einen schönen breiten Weg dahin. Kein Angel Snap. Dann Terrain. Dann machen wir hier ebenfalls einen Berg. Und jetzt kann ich hier oben weiter wachsen lassen. Und schon generiere ich mir hier die schönsten Tunnel zum Durchlaufen. Terrain. Jetzt kann ich natürlich, machen wir das Ganze mal was kleiner. Können wir hier ein Loch in die Decke machen. Ein bisschen größer muss es wohl. So. Und wir haben ein Guckloch. Flatten to Foundation, das ist, wenn ich jetzt das Ganze hier auf eine Ebene bringen will, dass ich zum Beispiel eine Attraktion draufstellen kann. Dann zieht er mir das alles auf eine Ebene. Macht dabei auch übrigens schöne Überhänge. Das Ganze geht natürlich hier auch, dass ich hier so Formationen erstellen kann. Chinsel ist, glaube ich, dass er das alles ein bisschen abplattet und smooth ist natürlich, kann man die Effekte natürlich auch ein bisschen weniger stark machen. So, mit Painting kann ich hier jetzt noch sagen, ob ich gern zum Beispiel Sand, oh, das ist vielleicht ein bisschen viel, oder Felsformationen hätte, oder Gestein. Also da sind schon tolle Möglichkeiten mit. Das bietet schon tolle Möglichkeiten, das Tool.
So, dann gibt es hier noch den Button More. Das ist zum Beispiel jetzt ganz interessant. Das können wir hier mal demonstrieren. Ich kann jetzt sagen Scenery Lock. Ausgeschaltet oder aktiviert. Wenn ich es ausschalte, dann den brauchen wir hier. Dann verschwindet das Boot, wenn man nicht aufpasst. Hoppla. Den wollte ich eigentlich. Das machen wir mal nicht so stark. Dann wird das Boot sozusagen von dem Tool verschluckt. Wenn ich jetzt das Scenery Lock dagegen einschalte, dann umrundet er das Ganze. Also das Boot bleibt frei. Das Ganze ist natürlich auch super hilfreich bei einer, wenn ich hier eine, ich baue gerade mal eine kleine Achterbahn. So, machen wir einfach mal mit Antriebsrädern. Das ist jetzt nichts Großes. So, das reicht eigentlich schon zum Demonstrieren. So, wenn ich hier jetzt das Gelände drumherum bauen will, ich glaube, da kann ich sogar Scenery Lock ausschalten. Ja. So. Hoppla. Das machen wir gerade mal wieder weg. So, dann können wir hier nämlich einen Berg drumherum wachsen lassen. Der uns in der die Achterbahn in einen Tunnel in einem Tunnel versteckt. Das machen wir mal ein bisschen größer. So, und weg ist sie. Kleiner Hinweis noch, die Funktion, die ich gerade eben mal aktiviert hatte, dieses, wenn ich das hier mache, dann baut er nicht einfach nach oben, sondern folgt im Prinzip meinem Mauszeiger. Hoppla. Das kann ins Auge gehen. Man kann ich ganz interessante Skulpturen damit bauen, wenn man es kann. Zu den großen Künstlern zähle ich mich da gerade im Moment noch nicht. Aber das sieht doch schon mal ganz nett aus. Mal schauen, wie das von der Perspektive ist. So. Also da kann man die schönsten Sachen mitmachen. So, das war erstmal das kleine Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Hilfestellung geben. Sag mal vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Spiel. Tschüss!